Hi, herzlich willkommen zu unserem Drop Film Talk, unserer heutigen Review von The Five Bloods. Wir haben es euch versprochen, dass wir diesen wundervollen, meiner Meinung nach, Film in dieser Woche natürlich für euch noch reviewen. Und es gibt natürlich auch morgen auch noch ein Interview mit Victoria Casinova, die das wundervolle Filmposter zu diesem Film gemacht hat. Also checkt das auch, das kommt am Freitag raus. Aber jetzt erstmal zur Review. The Five Bloods. Es geht um vier schwarze Vietnam-Kriegsveteranen, die sich wieder treffen, um einen Schatz, den sie irgendwo in Vietnam verloren haben, zu bergen, diesen als Reparationszahlung für sich selbst zu benutzen. Und dabei geraten sie in einen Wirrwarr aus Erinnerung, aus Wahnsinn, aus Gefühlen. Es explodiert alles in diesem Film. Das ist erstmal die Grundprämisse dieses 156-minütig langen Films, den Tom und ich unterschiedlich gesehen haben. Ja, man muss ja sagen, also das ist schon ganz interessant, was Spike Lee da gemacht hat. Also ich finde, man erkennt sofort, dass Spike Lee diesen Film gemacht hat. Also es ist in der ersten 30 Sekunden, ja, das halt ist reale Material vorwegschneidet, sodass man schon in einen Modus gesetzt wird, in dem man diesen Film sieht. Mhm. Und das Ganze ist halt auch wirklich sehr gut besetzt, meiner Meinung nach. Man hat ja am Anfang gemunkelt, dass so eine Leute wie Samuel Jackson natürlich drin sein könnten, Denzel Washington und so weiter und so fort. Aber ich finde, es kam diesmal ganz anders und es hat Delroy Lindo jetzt drin, der, finde ich, meiner Meinung nach eine grandiose Figur gemacht hat. Also Delroy Lindo hat mir sehr gut gefallen. Dann haben wir Norm Lewis drin, der Eddie spielt. Dann Melvin, der von Isaiah Whitlock Jr. gespielt wird. Und Otis, der von Clark Peters gespielt wird. Und dann natürlich Storm and Norman, der Commander dieser ganzen Truppe, der von Chadwick Boseman verkörpert wird. Ja, das ist Julia's Love auf jeden Fall. Love Interest hier. In diesem I Fall. Wish. I wish. Ja, und das ist auf jeden Fall. Diese ganzen Leute, die sind ja auch schon etwas älter und sind auch ein bisschen ich sag's mal jetzt sehr freundlich, in die Jahre gekommen. Also, ne, sie müssen ja auch Kriegsveteranen im Jahre 2020 spielen. Die müssen Ende 60 ja, sein. Ja, natürlich. Aber ich meinte auch eher im Sinne von, ich meine, wenn der jetzt Samuel Jackson hinstellt, der, glaube ich, 70 plus ist und der sieht halt aber immer noch aus wie 50, wenn man den ein bisschen schminkt. Und ich finde, die sehen halt auch wirklich genauso aus. Und ein paar kennt man ja aus den Shows wie The Wire oder Tremé. Da haben die auch schon starke Charaktere verkörpert. Und wie gesagt, die kehren da zurück an diesen Ort und versuchen aufzuarbeiten, was dieser Vietnamkrieg mit ihnen gemacht hat. Und das bezieht sich auf einzelne Personen, halt, die Einzelschicksale haben, aber auch natürlich auf ein großes kulturelles Gesamtes, was dieser Film meiner Meinung nach diesen Film so besonders macht, weil er ist, wenn wir uns Kriegsfilme, vor allem auch Vietnamfilme betrachten, nimmt sich ja Spike Lee schon eine Menge raus aus dieser ganzen Sache. Er nimmt halt Sache raus aus Apocalypse Now, er hat da verschiedene Momente, vor allen Dingen halt die Flussfahrt, finde ich, und auch ein paar Dialoge, die daran erinnern. Ja, aber erinnern. Auch dieser Helikopter vor orangem Sonnenaufgang, gefühlt dieses Bild schon tausendmal gesehen, oder? Genau. Ist halt, es ist viel Reminiszenz und gleichzeitig. Definitiv. Finde ich, das Besondere an dem Film ist halt, dass er ein wahnsinniges Genre-Hopping macht. Ich finde, eine Sache, die ich an dem Film interessant finde, ist, dass er, der erste Teil ist eine Buddy-Komödie, wie sie aufeinandertreffen, wie sie irgendwie tanzen gehen, wie sie alte Moves ausprobieren. Das ist total stark gemacht. Dann wird es plötzlich Kriegsfilm-esque, dann wird es ein Action-Thriller, dann ist es Horror. Also es ist so viel Genre Banding damit drin, das kann Spike Lee wirklich gut. Und ich finde es zumindest interessant, wenn es mir natürlich auch nicht so 100% gefallen hat. Ja, sagen wir mal den für dich Body Horror. Ja, aber wir spoilern jetzt mal. Spoiler! Ja, ist eine Spoiler-Review, alles gut. Gut, es gibt diese Szene in dem Film im zweiten Drittel ungefähr, wo sie anfangen zu streiten, was wollen sie mit dem Gold machen? Sollen sie es, so wie ihr Commander Norman Stormen gesagt hat, sollen sie das für den Kurs spenden, zum Beispiel für die Black Lives Matter Bewegung? Und eine Figur sagt, ja, natürlich müssen wir das. Und darauf entbrennt dieser Wahnsinn um Gold, wie das ja in, weiß ich nicht, Cowboy-Filmen zum Beispiel gelegentlich ist. Genau, das ist der Sierra Madre und so weiter. Ja, richtig, das ist ja auch ein Film, wo er sich anlehnt. Und dann tritt diese Figur zurück und du denkst dir schon so, nein, bitte nicht. Und explodiert auf einer Landmine. Und wir sehen, wie er quasi nur der Oberkörper noch da liegt, die letzten 10 Sekunden, die Kamera hält voll drauf. Mhm. Und innerhalb der nächsten Sekunde muss ich mich darauf einstellen, dass eine weitere Figur auf eine Landmine tritt. Und ich war völlig so, oh mein Gott, ich bin völlig überfordert. Die Figuren
können gar nicht so richtig auf den Tod ihres Kameraden reagieren. Es wird die ganze Zeit davon gesprochen, Körper zurückzuholen, also schwarze Körper zurückzuholen, sie nicht dazulassen, sie zu ehren. Und plötzlich ist der Verlust einfach hinzunehmen, weil es geht schon die nächste Action los. Und überhaupt können wir wenig den Tod der Kameraden betrauern. Also auch zum Beispiel die Figur von Malcolm. Ja, ne? Von Malcolm? Also Malcolm who? Melvin, meinst du Melvin? Melvin. Okay. Von Melvin, der sozusagen in Anlehnung an schwarze Geschichte diese Granate mit seinem Körper abfängt und deswegen stirbt. Auch da keine Zeit, die Dinge zu betrauern. Das finde ich ganz verrückt, dass gerade in der Zeit, wo es ja viel darum geht, sich auch mit schwarzen, also mit schwarzem Tod auseinanderzusetzen, dass der Film mich da so rein und schmeißt und gleich wieder rauszieht. Ich kann gar nicht trauern. Aber das ist ja aber nun, naja, keine Ahnung, also es ist ja die Realität des Krieges. Und ich finde, das ist, was der Film halt gut macht, diese Realität, sag ich mal, auch im Nachhinein einzufangen. Ich finde, das ist auch, wenn wir uns das angucken, wie zum Beispiel die alle Charaktere in den Flashback-Szenen alt sind halt, beziehungsweise sie wurden halt nicht die Age, wie man das hätte machen können, wie hier De Niro und sowas in hier Scorseses Film, Irishman oder sowas. Nee, die sind alle alt und ich finde, das hat mehrere Ebenen und Bedeutungen, die das wiederholen, dass dieser Krieg halt einfach nicht weg ist und die Realität zu zeigen, wie es halt auf dem Schlachtfeld war, ist auch in der heutigen Zeit. Und das finde ich halt, diese Minen Leute hier, die Französen. Die Franzosen. Genau, die da die Minen bearbeiten, das ist halt super interessant da gemacht und wie das auch weitergeführt wird. Und da finde ich, das wird dadurch sehr deutlich, muss ich sagen. Und das gibt halt diese Gefahr halt auch für, sag ich mal, für erfahrene Soldaten, die den Krieg durchgemacht haben, und diesen Krieg vor allen Dingen, dass sie da halt immer noch diese Gefahr laufen. Und vor allen Dingen halt auch mit dieser neuen Generation, weil es ja wechselt dann von dem Alten, der stirbt sozusagen, hin zur neuen Generation, da wird das wieder zurückgeholt. Und das finde ich halt super interessant gemacht. Das ist vielleicht eine Sache, die ich an dem Film sehr gerne mag, ist, dass die Prämisse des Films, aber dass man denkt, so in den ersten 45 Minuten, die fahren dorthin, um Dinge aufzuarbeiten. Die Figuren sind alle so angelegt, dass sie durchaus PTSD haben, posttraumatische Belastungsstörung, dass da noch Dinge offensichtlich unaufgearbeitet sind, zum Beispiel der Tod des Commanders. Mhm. Und normalerweise würdest du filmtheoretisch denken, so der Plot ist so, sie können ihre Trauma überwinden. Dieser ganze Trip ist irgendwie therapeutisch. Aber in Wirklichkeit verschlimmert sich's für alle. Bis hin zum Tod am Ende des Tages. Und das finde ich eine ganz interessante Theorie, dass der Vietnamkrieg gerade als schwarze Geschichte halt noch gar nicht aufgearbeitet ist. Mhm. Und deswegen der Film auch keine Aufarbeitung, kein Closure zeigen kann. Der Closure ist im Prinzip zum Beispiel die Black Lives Matter Bewegung, mit der Film abschließt. Das fand ich super, super spannend. Überhaupt, der Film hat mir von den Ideen her extrem gut gefallen. Ja, genau. Und ich finde, die Ideen sind halt auch das Besondere. Und die diesen Film ausmachen. Und ich finde, wie gesagt, nochmal, um die Realität des Krieges anzuführen, beziehungsweise zu zeigen, wie dieser Vietnamkrieg war für die amerikanische Kultur, ist halt das Wichtige hier. Ich meine, wenn wir uns zum Beispiel Forrest Gump angucken, also Forrest Gump glorifiziert oder mystifiziert in gewisser Weise den Vietnamkrieg. Also das wird dann nicht richtig ernst genommen. Und das finde ich halt einfach falsch. Das tun viele, 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 viele Kriegsfilme in dieser Hinsicht. Ich glaube, das ist aber ein Unterschied zwischen weißer und schwarzer Geschichte. Das haben wir in Deutschland genauso. Ich habe vorhin einen Podcast gehört mit Aminata Touré, der grünen Abgeordneten Schleswig-Holstein, die gesagt hat, was wissen wir denn zum Beispiel über schwarze deutsche Geschichte? Mhm. Und wenn man sich Kolonialismus anblickt, dann war das immer was Positives. So der Platz an der Sonne und auch wir waren in Afrika und ja, Friedrich Wilhelm II, lass uns doch wieder das Schloss aufbauen, das dem gehört hat. Yippie, yay, yay. Und dann packen wir die Afrikasammlung da rein. Keiner weiß etwas über deutschen Kolonialismus oder zum Beispiel, was Schwarz sein während des Nationalsozialismus. Und genauso ist es hier. Man hat das Gefühl, dass schwarze Kriegsgeschichte, nämlich das, was Muhammad Ali am Anfang sagt, warum soll ich denn jetzt gegen jemanden kämpfen, der nie das N-Wort gegen mich benutzt hat oder sowas. Also dieses total spannende Schwarzsein im Vietnamkrieg, das ist unaufgearbeitet. Und das kann man da gar nicht kolorifizieren. Man kann daraus keinen positiven Krieg machen für Schwarze. Natürlich nicht, aber in der Hinsicht, dass es dann halt aber funktioniert oder beziehungsweise allgemein überhaupt aufgenommen wird, dieses Problem. Und das, finde ich, tut ja kein Film. Oder, also ich kann mich nicht an irgendeinen Vietnam-Kriegsfilm beziehungsweise anderen Kriegsfilm erzählen, der irgendwie diese Perspektive aufgenommen hat. Es gab einen, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber der
Der ist aus der Perspektive der vietnamesischen Seite, aber nicht aus der Perspektive von Afroamerikanern in dem Sinne. Und das ist halt einfach der Unterschied, finde ich, in diesem Film. Und das halt macht Spike Lees Film so besonders und so wichtig für die heutige Zeit, weil ähnliche Aspekte, die damals schon gegolten haben und auch diese krasse Szene, wo Martin Luther King oder wo sie erfahren vom Tod von Martin Luther King. Also wenn ich darüber nachdenke, ich kriege jetzt schon Gänsehaut wieder. Das ist halt einfach grandios gemacht von Spike Lee und ich bin da sehr froh, dass er diesen Film gemacht hat. Auch wenn er, wie gesagt, an manchen Stellen halt vielleicht nicht zeigbar ist, aber trotzdem ist er informativ und das ist halt was allgemein Spike Lee sehr gut kann. Filme zu machen, die informativ sind, aber auch unterhaltsam sind. Und das hat der Film für mich meiner Meinung nach geschafft. Ja, ich gehe ja ganz viel bei dem mit. So. Und wie gesagt, ich finde, der Film, der ist wichtig und die Ideen sind gut. Aber, und jetzt kommt mein Problem mit dem Film, es ist ein wahnsinnig komplexer Film. So, und das muss ja auch sein, weil zum Beispiel schwarzamerikanische Geschichte ist komplex. Du hast halt Kolonialismus, du hast Rassismus, du hast Vietnam, du hast PTSD, du hast Vater- und Sohn-Geschichten, also ist alles Mögliche drin. Dann hast du noch irgendwie Jean Reno als Franzosen, der auch noch eine ganz andere Kriegssache aufmacht, whatever. Und in seiner Komplexität hat mich der Film verloren, irgendwie nicht abgeholt. Auch dieser Genrewechsel von Tragödie, die ersten 90 Komödie, die ersten 90 Minuten, Tragödie, die anderen 1000 Minuten. das war für mich schwierig mitzunehmen. Und mir sind auch viele der Figuren verschlossen geblieben, obwohl sie sehr komplex angelegt sind und obwohl sie ihre Konflikte haben und die auch geklärt werden, bin ich den Figuren nicht nahe gekommen. So, dann könnte ich auch noch ein bisschen was über die Frauendarstellung in diesem Film sagen, aber das klemme ich mir vielleicht, wenn so die einzige Frau im Film ständig als Hure bezeichnet wird, wie soll ich das als Feministin finden? I don't know. Aber das ist für mich, also ich, wie gesagt, ich fand den Film interessant, aber schwierig anzuschauen. Aber war das nicht, also ich will mal ganz kurz auf die Freundin des einen Charakters zurückkommen, beziehungsweise mit dem er dann, Spoiler Alert, ein Kind hat. Und ich meine, das war, finde ich, interessant aufgebaut, weil die Ansicht auf der Seite, vor allen Dingen halt auch für die Tochter, auf der vietnamesischen Seite, war auch, finde ich, sehr interessant. Und vor allen Dingen auch als Mixed Race Child oder Kid. Total ist das spannend. Super, super gut gemacht. Also ich fand's unglaublich. Genau, aber du hast dann, wenn dann im zweiten Teil des Films über sie gesprochen wird, dann ist immer mit, du kannst nicht vertrauen, sie ist eine Hure. Du kannst, also, was ist denn das für ein Satz? Also wieso? Es war ein sehr überkommener Machismus drin. Vielleicht wird Spike Lee mittlerweile auch ein bisschen zu alt. Also ich fand es sehr unangenehm, viel Man Up, Be a Man und so weiter, also nicht verweichlichen, don't be a pussy, es aber ich finde, zu viel. Aber guck mal, das ist ja super interessant mit Delroy Lindos Charakter, der halt natürlich diese Trump-Perspektive eingenommen hat, die super interessant war, als Schwarzer, also als Afroamerikaner, dieses Trump. Übrigens witzig gemacht, auch dieses super. Realen Einspielen, lustig. Ja, es war unglaublich, unglaublich und dass wieder diskutiert wurde und auch sein Charakter oder seine Perspektive versucht wurde zu erklären, fand ich wirklich sehr interessant gemacht und auch sehr wichtig und das spiegelt, finde ich, diese Attitude, weil Delroy Lindos Charakter ist ja der so ein bisschen in die Richtung immer haut und anzweifelt und so weiter und so fort. Und das ist schon sehr interessant gemacht, da in der Richtung. Ja, aber du musst es dann als Zuschauer die ganze Zeit dekonstruieren. Ne? Also das ist so. Also ja, aber das finde ich jetzt ein Spike Lee-Film, oder nicht? Kritisiert es nicht mit Worten, sondern du musst. Naja, also zum Beispiel hier der Lysistrate-Film, wie heißt der denn? Der mit, wo die Frauen in den Sexstreik gehen. Chirac. Chirac zum Beispiel, der kritisiert das ja relativ eindeutig, dieses, eure Männlichkeitskultur zerstört uns. So. Und hier finde ich... Ja, aber hier stehen doch ganz andere ganz andere Dings im Mittelpunkt. Also das ist auch, finde ich, jetzt schlecht zu vergleichen, beziehungsweise ja, aber es geht um Kriegsveteranen. Also ich weiß nicht, ob eine Frau im Krieg war, deswegen ist das vielleicht... Nein, darum geht es ja gar nicht. Aber wenn ich mir schon eine Frau aussuche, vielleicht könnte ich dann ab und zu dann doch mal ein bisschen anders über sie reden oder sowas. Auch, dass die Frau... Also, naja. Es ist... Huch, werde ich anrufen. Ja. Nicht zu sprechen, wir sprechen über Filme, keine Zeit für andere Dinge. es holt einen ja raus, irgendwie. Ich finde, ja, ich weiß nicht, der Film hat mich seltsam verstört, aber nicht positiv verstört zurückgelassen. Okay, kann ich in Ansätzen nachvollziehen. Also ich muss sagen, für mich war der Film wirklich grandios. Ich habe diesen Film wirklich sehr genossen. Sag ich mal, minus die Gewaltszenen,
Aber das, was der Film mir sagen wollte und die Wichtigkeit dieser Aussagen in der heutigen Gesellschaft haben mich einfach so sehr überzeugt und machen das für ein Must-Watch, meiner Meinung nach, und einer der besten Filme, die bis dieses Jahr bisher rausgekommen sind. Corona und so gab es natürlich auch und wir haben ja noch ein halbes Jahr übrig, aber ich denke, der Film ist wirklich ein Must-Watch und ich hoffe, es gibt vielleicht eine, sag ich mal, eine Kinderversion, dass man vielleicht edukativ auch irgendwas in der Richtung zeigen könnte. Eine Kinderversion. Na, du weißt, was ich meine damit, ne? Also eine Rated PG-Version oder so. Also ich finde, wie gesagt, die Themen sind unglaublich wichtig und da wird auch Spike Lee dem Ganzen gerecht und spricht diese ganzen Sachen wirklich perfekt an. Und das ist halt, ne, durch seine viele, viele Arbeit, die er macht und Sachen, die er verlinkt hat, sei es in Do the Right Things, sei es in Black Klansman, Malcolm X, in all diesen Filmen von Spike Lee oder auch Bamboozle, was ja auch so ein Ja, aber auch unglaublich. Shrek zum Beispiel, ne? Also das. Ja, genau. Und was da alles gemacht wurde, das ist halt unglaublich gut gelungen. Und Spike Lee kann das und Spike Lee zeigt auch das, welche Wichtigkeit das hat. Und ich finde, Spike Lee hat sich auch gefunden, um zu sagen, genau das ist das, was ich machen möchte und genau das ist, was daraus entstanden ist. Und wenn man das auf die große Bühne des Films betrachtet, im Sinne von sein Lebenswerk und so weiter und so fort, hat Spike Lee es halt geschafft, halt von diesem Filmemacher, der, sag ich mal, ich behaupte jetzt mal, der einzige schwarze Mainstream-Filmemacher zu sein, hat er es geschafft, dass jetzt viele mehr daherrücken können und dass nicht nur noch gesagt wird, ah ja, Spike Lee, der macht ja einen Film über Race, weil das ist halt so. Und Spike Lee hat ja natürlich auch noch mehr zu bieten, sei es 25th Hour, der ja so eine gute 9-11-Analogie hat, oder sei es, wie hieß der andere Film noch gleich, Inside Man hier mit Denzel Washington Hauptrolle, aber wo er auch natürlich die Perspektive von schwarzen Polizisten drin hat. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant gemacht und da muss ich Spike Lee loben für und für mich ist der Film halt auch sehr gelungen. Okay, Tom, wie viele Punkte gibst du denn? Ich würde für den Film 8 von 10 Punkten vergeben. Habe ich jetzt aber gut. Ja, also Er hat ja. ich bin, ja, ich Entschuldigung. bin so hin und her gerissen. Weißt du, ich finde die Ideen des Films, die geben dem noch mal ein paar Punkte drauf. Habe ich den Film gerne gesehen? Nein. Werde ich mir jemals wieder anschauen? Nein. So, weißt du, dafür hat er sich für mich zu sehr in diesem Action-Thriller Kriegsgenre am Schluss verloren. Deswegen bei mir ehrlich gesagt, ey, 6 von 10 Punkten. Alle Kritiker so 5 von 5 und ich, na, ich bin großer Spike Lee-Fan und ich sehe, was er damit tut und ich finde den Film sehr wichtig und sage mal so, jeder soll ihn sich angucken. Bitte seid ungetrübt von meiner Kritik. Ja, Guckt ihn euch trotzdem an. also ich finde, man muss ja auch sagen, wenn man deine Kritik betrachtet halt, ne, dass es halt ja darum geht, oder beziehungsweise dir darum geht, was der Film aus Entertainment-Perspektive halt macht, ne? Und am Ende des Tages, sagen wir mal, ist ein Film Entertainment. Wenn man mehr lernen möchte, guckt lieber eine Doku. Da gibt es definitiv gute. Und Spike Lee hat auch super wundervolle Dokus gemacht hier. When the Levee Broke, glaube ich, oder wie das hieß, ne? Das ja unglaublich gut war. Oder Kobe Doing Work als Basketballfilm hier an dieser Stelle. Ist das natürlich eine wichtige Sache. Aber das ist ja auch meine Meinung. Deswegen habe ich auch nicht 10 von 10 gegeben, weil dieser Film halt einige Längen drin hat, sag ich mal, wo finde ich, hätte auch, was du erwähnt hast, mehr Charakterentwicklung hätte sein müssen und dass er vielleicht ein bisschen zu viel versucht zu vermixen. Aber man muss halt ein gewisses Wissen haben über das Thema und es wird auch an dieser Stelle oder beziehungsweise im Film Neues gelehrt und das ist halt wichtig. Ich fand auch zum Beispiel, wie hieß er noch gleich hier, der, war das aus dem Civil War? Mann, der hatte den Ja, ja, Crispus ja. Nee, nee, das ist Attucks der oder wie es hieß? Unabhängigkeitskrieg, Unabhängigkeitskrieg. Unabhängigkeitskrieg. Also, ja, genau. Und dass der halt auch, ne, dass halt immer gezeigt wurde. Schwarze Yes. Amerikaner waren in der ersten Reihe, die haben alles gemacht. Und ich fand das super interessant, diesen Unterschied zwischen sag ich mal, der Bevölkerung, wie viel Prozent der Bevölkerung schwarz sind und wie viel Prozent dann im Krieg waren, ne? 11%, genau, 11% der Bevölkerung sind schwarz, 30% aller Soldaten sind Super schwarz. krass, super Ich habe mir krass. jetzt gerade überlegt, ich gebe doch 7 Punkte und weißt du warum? Wegen Marvin Gaye. Weil ich Stimmt, persönlich ne? finde, dass der Soundtrack und wie Songs eingesetzt werden, Ja, ne? das verdient Ja, hier das einfach nochmal einen stimmt. Punkt. Wow, also ich meine, Spike Lee kann Songs, das zeigt Aber. Enola Darling, zeigte das fantastisch on point, aber hier ist echt nochmal.
Nenn nochmal drüber. One of my favorite music soundtracks ist auch hier Mo Better Blues. Der Jazz-Soundtrack, oh mein Gott, der ist so unglaublich gut. Das ist der Wahnsinn. Und ich weiß gerade nicht, weißt du das zufällig gerade? Ich versuche das gerade nebenbei zu finden hier, wie der Soundmann heißt. Terrence irgendwas, glaube ich. Oder irgendwas mit Terrence H. habe ich im Kopf, aber ich weiß es gerade nicht. Tut mir leid. Aber jedenfalls, der hat den Sound gemacht und ich fand auch so, wo die da über das Feld gehen, in dieses Reisfeld, und dann setzt der Soundtrack ja auch so ein. Das ist auch so echt unglaublich gut gemacht. Ich finde das echt interessant. Übrigens, was wir auch nicht gesagt haben, der asiatische Schauspieler, der den Guide gespielt hat. Ich finde, fand die Perspektive auch sehr, sehr interessant. Ne, dass er denen geholfen hat, zur Ally wird am Ende des Tages und wie das da alles zusammenhängt. Also auch aus racial Sicht in der Sache. Ja, aber das war für mich eher eine kommunistisch-demokratische Perspektive, also eine andere historische Perspektive. Aber dem vertrauen sie ja auch nicht. Ach, es ist ein total großartiger, aber sehr schwieriger Film. Richtig, richtig. Also guckt ihn euch an, bildet euch eine Meinung über das ganze Ding. Es ist wirklich sehenswert. Guckt vielleicht bei den Gewaltszenen hinweg. Also, wie gesagt, nochmal die Landmine. Ne? Ich wusste hundertprozentig, jetzt geht er. Oh mein Gott. Ne? Und ich hätte gedacht, das passiert schon früher, wo sie die ganze Zeit die Goldbahn gesucht haben. Aber das ist nicht passiert. Das war auch Horror, war das für mich, wirklich Horror. Aber zum Beispiel auch, ne, also jetzt, dieser Showdown da am Tempel, boah, hätte ich den gebraucht? Nee. Halt. Ich fand das die letzten 10 Minuten halt, also nach dem Showdown, das war dieser Crescendo an Dingen, die dann halt nochmal eingeblendet wurden. An Gewalt halt. Ich meinte aber eher die, was danach passiert ist halt, ne? Das so halt sehr beeindruckend war, was mit den einzelnen Schicksalen passiert ist, wofür gespendet wurde, wofür die eingetreten sind, und das war wirklich sehr, sehr interessant. Also, wie gesagt, ich 8 von 10, Julia ist auf 7 von 10 umgestiegen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt in unseren Kommentaren. Lasst uns wissen, wie ihr diesen Film fandet. Ein sehr wichtiger Film für unsere Zeit. Ein Film, den ihr auf jeden Fall alle vielleicht mal gesehen haben solltet. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bye!